Bereits 1970 hatte Bertone eine Designstudie des Stratos vorgestellt. Doch die Idee eines Supersportwagens konnte in Anbetracht des verwendeten Vierzylindermotors des Lancia Fulvia nicht wirklich transportiert werden. Auch die Fahrerposition direkt über der Vorderachse überzeugte nicht. Hinzu kam der ungewohnte Einstieg über die nach oben aufklappbare Türe an der Front, die diesen ersten Entwurf wieder in der Schublade verschwinden ließ. Als Anfang der 70er Jahre der Rallye-Sport an Bedeutung gewinnt, bringt Rallye-Teamleiter Cesare Fiorio seinen Vorgesetzten die Genehmigung zum Bau eines neuen Projekts ab. Ein speziell auf den Motorsport zugeschnittenes Straßenfahrzeug. Im künftigen Sportwagen wird der Ferrari 6-Zylinder aus dem Dino 246 zum Einsatz kommen. Das 2,4 Liter Aggregat leistet mit drei Doppelvergasern zunächst 240 PS. In den Evolutionsstufen dann 270 PS und dann 330 PS. Die Lancia-Ingenieure entwickeln für den Renner ein zweisitziges Stahlmonocoque, an dem Motor und Vorderachse mit einem Hilfsrahmen befestigt werden. So bleibt das PS-Geschoss 960 Kilo leicht. Bertone entwirft eine glasfaserverstärkte Kunststoffkarosserie, bei der die vordere und hintere Haube komplett abgenommen werden kann. Die Übersetzung des Fünfganggetriebes ist dadurch in wenigen Minuten wechselbar, was im Rallye-Sport von Entscheidung sein kann. Der Lancia Stratos HF erregte 1971 beim Publikum auf dem Automobilsalon großes Aufsehen. Wie viele Exemplare tatsächlich gebaut wurden, ist nicht bekannt und die Zahlen beruhen lediglich auf eine Schätzung Bertones. Aber man vermutet, es sind ca. 500 Modelle der Straßenversion Stradale. Diese Straßenversion musste mindestens 400 Mal gebaut werden, damit Lancia mit dem Stratos-Rennfahrzeugen die Homologation erhielt. Zu Beginn der 70er Jahre hatte die FIA diese Pflichtzahl von 500 auf 400 reduziert. Im Heck fand der V6-Motor des Ferrari 246 GT Platz. Dieser 2,4 Liter Motor mit einem 12-Ventil-Zylinderkopf und einer Höchstleistung von 195 PS erreicht aus dem Stand in 6,8 Sekunden die 100 km pro Stunde Marke und eine Höchstgeschwindigkeit von 248 km pro Stunde. Der Motor ist ebenso wie bei den Ferrari 246 GT Versionen nicht längs, sondern quer über der Hinterachse eingebaut. Mit diesem Mittelmotor gewinnt der Straßensportler Stabilität. Mit seinen 3,67 Meter Länge und einem Radstand von 2,16 Meter wirkt der Stratos kompakt wie ein Geschoss. Im Innenraum herrscht wenig Bequemlichkeit. Wer sich in die Schalensitze quetscht, schätzt Sportlichkeit. Lancia wurde mit dem Stratos 1974, 1975 und 1976 Rallye-Weltmeister und mit insgesamt 18 WM-Siegen eines der erfolgreichsten Rallye-Autos aller Zeiten. Die Straßenversion blieb hinter den Erwartungen, dass der ursprünglich in Deutschland gültige Kaufpreis von 49.500 Mark am Ende auf 15.000 Mark gesunken sei. Heute ist der Stratos ein äußerst gesuchtes Oldtimer-Sammlerstück.